Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial, in dem ich dir zeigen möchte, wie du für eine einfache Webseite die HTML-Grundstruktur erstellen kannst. Um die Webseite darzustellen, braucht man einen Browser. Da könnte man zum Beispiel den Mozilla Firefox nehmen. Ich habe hier schon einige Seiten geöffnet, die wir später noch brauchen. Außerdem habe ich schon einen Ordner erstellt, in dem alle Dateien, die zur Webseite gehören, gespeichert werden. Also hier sieht man schon vier Textdateien. Ich hatte ja im schriftlichen Teil des Tutorials auf der Seite 1-2-lernsituation.de schon beschrieben, dass es darum gehen soll, eine Bautechnik-Website zu erstellen. Ich habe dementsprechend, so wie es auch in der Sitemap dargestellt ist, vier HTML-Dateien erstellt. Also ganz einfach mit einem Editor leere Dateien erstellt, abgespeichert mit der Dateiendung HTML. Das Betriebssystem erkennt dann diese Dateiendung und ordnet dieser Datei ein Standardprogramm zu, mit welchem die Datei geöffnet werden soll. Auf diesem Computer ist Firefox das Standardprogramm, um HTML-Dateien zu öffnen. Dementsprechend wird hier also dieses kleine Firefox-Symbol angezeigt. Außerdem habe ich schon ein paar Texte, das heißt also den Inhalt vorbereitet, der nachher auf den Webseiten dargestellt werden soll und diesen erstmal auch in verschiedenen Textdateien abgespeichert. Wenn man jetzt zum Beispiel die Index HTML öffnen würde, das ist ja standardmäßig die erste Seite, die beim Besuch einer Website aufgerufen wird, dann würde die also im Browser dargestellt werden. Ich mache das mal eben. So, jetzt hat der Browser diese Datei geöffnet. Das erkennt man auch hier oben an dem Dateipfad, der hier angezeigt wird. Wir haben also hier letztendlich den Dateinamen Index HTML. Es wird noch nichts dargestellt. Das ist auch kein Wunder, weil diese Datei noch leer ist. So, ich zeige mir nochmal den Ordner an. Das heißt also, wir müssen in diese Datei natürlich noch den Inhalt reinbringen. Und das kann man machen, indem man die HTML-Datei mit einem Texteditor öffnet. Da würde der Standardeditor genügen, der mit dem Betriebssystem Windows ja mitgeliefert wird. Ich verwende an dieser Stelle aber den Editor Notepad++. Den kann man kostenfrei auf der Notepad++ Homepage herunterladen unter notepad-++.org. Okay, wenn ich also mit Notepad++ diese Datei öffne, rechte Maustaste, Edit with Notepad++, dann sieht das Ganze so aus. Ein bisschen größer machen. So, hier kann ich jetzt die Index HTML mit Inhalt füllen. Ich könnte zum Beispiel einfach mal so ein Beispiel Text hier reinschreiben. Jetzt erkennt man an dem roten Diskettensymbol, dass diese Datei noch nicht abgespeichert worden ist. Das kann ich also hier einmal machen, wenn ich auf die große Diskette drücke. Dann wird die einzelne Datei abgespeichert. Wenn ich auf diese kleinen hintereinander dargestellten Disketten klicke, dann werden alle Dateien abgespeichert. Also wenn ich hierauf klicke, mache ich schon mal nichts verkehrt.
Jetzt kann ich hier unter dem Menüpunkt Sprachen auch schon mal einstellen, dass ich eine Datei bearbeite in der Seitenbeschreibungssprache HTML. Das hat später dann Auswirkungen auf die Darstellung des Textes und hilft mir beim Erstellen des HTML-Textes. So, jetzt rufe ich mal wieder den Browser auf. Diese Seite und aktualisiere mal diese Seite. Jetzt erscheint also der Text, den ich vorher in Notepad++ eingegeben habe, tatsächlich hier schon im Browser. Das heißt also, der Browser kommt tatsächlich einfach mit so einem einfachen Text, der hier zu sehen ist, zurecht. Allerdings gelten für das Erstellen von HTML-Dokumenten, die ja später dann auch im Internet veröffentlicht werden sollen, gewisse Regeln, sogenannte Standards. Und diese Standards werden vom W3C, vom WWW, also World Wide Web Consortium, festgelegt. Dieses Konsortium hat natürlich auch eine eigene Webseite, die habe ich hier schon mal geöffnet, also www.w3.org. Darüber kann man auf die Webseite zugreifen. Und hier kann man sich dann die entsprechenden Standards heraussuchen. Allerdings sollte man der englischen Sprache schon ein wenig mächtig sein, um hier auf der Webseite die entsprechenden Informationen zu finden. Und wer es etwas einfacher haben will, kann wieder schauen auf die deutschsprachige Seite Self-HTML bzw. auf das etwas modernere Projekt Self-HTML-Wiki. Dort findet man im Prinzip die gleichen Informationen wie auf der Webseite vom W3C, aber entsprechend schon etwas vorverdaut, sodass man diese auch natürlich etwas besser verstehen kann. Unter anderem findet man hier Hinweise über das Grundgerüst einer HTML-Datei, hier für HTML 4.01 und für HTML 5. Um HTML 5 einzusetzen, ist es noch ein wenig früh, also dieser Standard ist noch nicht verabschiedet, ist noch so ein bisschen in der Erprobungsphase. Deswegen bleiben wir mal bei HTML 4. Da wissen wir, dass das soweit funktioniert, was wir denn hier schreiben. Wir können jetzt dieses Grundgerüst einfach kopieren. Steuerung Copy und in unsere Index HTML einfügen. Steuerung V. Somit haben wir also schon mal die Anforderungen der Standards erfüllt. Abspeichern. Natürlich. Und jetzt schauen wir mal, wie die Seite jetzt im Browser dargestellt wird. Also funktioniert auch. Und es erscheint hier ein Text. Da werden wir gleich mal gucken, wo wir im Editor diesen Text finden. An dieser Stelle nämlich eingerahmt in die Text, die einen Absatz begrenzen. Ganz kurz zur Grundstruktur. Es handelt sich insgesamt um ein HTML-Dokument, deswegen gibt es diese Einrahmung als HTML-Element mit dem Start-Tag und dem End-Tag. Dann gibt es den Kopf. Im Kopf wird zum Beispiel der Titel der Seite angegeben und mehrere Metadaten. Und dann gibt es den Body. Wie hier schon steht im Kommentar, also im Body befindet sich der später sichtbare Dokumenteninhalt. Ja, dann kann ich jetzt also beginnen, diesen HTML-Text an meine Bedürfnisse anzupassen. Und zwar ändere ich als erstes mal den Titel und sage, ich möchte
Titel haben Bautechnikseite und Willkommen soll auch noch oben in der Titelzeile mit stehen. Und dann nehmen wir im Prinzip den ganzen Inhalt hier erstmal raus. Machen mal ein bisschen Platz. Ich habe ja den Inhalt schon soweit geschrieben und in der Datei Startseite.txt abgespeichert. Die öffne ich jetzt einfach mal. Die wird dann also in diesem Editor-Fenster geöffnet. Und hier mache ich nichts anderes als Copy-Paste. Kopiere aus dieser Datei den Inhalt heraus und füge ihn dort ein. So. Abspeichern nicht vergessen. So, jetzt haben wir so zwei Überschriften, kann man sagen, Einleitung und Haupttext. Und für Überschriften gibt es, also Überschriften sind HTML-Elemente und ich muss dem Browser entsprechend sagen, dass es sich um ein HTML-Element in diesem Fall der Überschrift 1 handelt. Und das tue ich, indem ich eckige Klammern setze und sage, dieser jetzt folgende Text gehört zum Element H1. Und das Element H1 ist hier zu Ende. Also Start-Tag, End-Tag. So, das, was jetzt kommt, bildet einen Absatz. Das heißt also, eckige Klammer auf, P, eckige Klammer zu. Dort beginnt der Absatz. Und an dieser Stelle kommt wieder das End-Tag. Dort endet der Absatz. Das gleiche mache ich hier. 1 und Slash H1. Und das hier ist ein Absatz. Und der Absatz endet dort. Slash P. Wenn ich möchte, dass die Änderungen auch im Browser angezeigt werden, muss ich immer erstmal wieder abspeichern. Dann öffne ich die Seite im Browser und aktualisiere das Ganze mal. Das kann man hier schon sehen. Also es funktioniert so mehr schlecht als recht. Also die Überschriften werden tatsächlich etwas größer dargestellt. Also diese Elemente werden tatsächlich auch als Überschrift erkannt. Ein Absatz wird offensichtlich auch erkannt, aber man kann hier schon sehen, dass also die Umlaute, die wir in der deutschen Sprache nun mal haben, nicht erkannt werden und dementsprechend nicht dargestellt werden. Und es fehlt hier auch noch ein Absatzumbruch, also ein Zeilenumbruch. Und dementsprechend müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze noch verbessern können. Dafür werfen wir erstmal wieder einen Blick auf das HTML-Dokument. Hier im unteren Bereich kann man also sehen, dass ursprünglich eigentlich gewünscht war, dass ein Zeilenumbruch verwendet wird. Also der wird einfach nicht gemacht. Das heißt also, der Browser erkennt das alles hier als zusammenhängenden Text und wenn ich möchte, dass er an einer Stelle einen Zeilenumbruch einfügt, muss ich dem Browser das sagen und zwar über das Break Tag, also auch in eckigen Klammern. Das Besondere hier dran ist, dass es kein Start- und kein End-Tag gibt. Das macht ja auch keinen Sinn, sondern hier wird quasi nur gesagt, dass an dieser Stelle ein Zeilenumbruch eingefügt werden soll. So, dann müssen wir uns nochmal die Umlaute anschauen. Müssen also im Prinzip den ganzen Text nochmal durchgehen und nach den Umlauten suchen, wie zum Beispiel hier taucht das Ö auf.
Man muss jetzt natürlich wissen, wie man oder wodurch man diesen Umlaut ersetzen kann. Dementsprechend können wir mal als Informationsquelle die Seite Self-HTML zu Rate ziehen. Wie gesagt, hier findet man eigentlich alle Informationen, die man beim Erstellen von Webseiten braucht. Es gibt hier ein Stichwortverzeichnis. Das öffne ich mal und suche mal unter U nach dem Stichwort Umlaut. So, und da haben wir es auch schon. Das ist auch verlinkt. Ich klicke da also einmal drauf. So, und jetzt kann ich also hier in der Tabelle sehen, diese ganzen Umlaute gibt es in der deutschen Sprache und sie werden jeweils ersetzt durch ein kaufmännisches Und-Zeichen. Dann kommt der Buchstabe, zu dem der Umlaut gehört, und UML kann man sich gut merken, also Umlaut, und das Ganze wird abgeschlossen durch das Semikolon. So, das heißt, wir müssen jetzt also Stück für Stück beigehen und die Umlaute ersetzen. Zum Beispiel diesen hier durch das kaufmännische Und, dann kommt das kleine O, dann Uml und das Semikolon. Wird jetzt also schon kursiv gesetzt, sodass man also sieht, also das scheint richtig zu sein. Das heißt also, diese Syntax wird auch schon von unserem Editor erkannt. So, wenn man jetzt wüsste, ob irgendwo noch ein weiteres Ö ist, ich suche mal kurz danach, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Okay, trotzdem kopiere ich das mal raus, dieses kleine Teil, und dann gucken wir mal, wo sich noch weitere Umlaute befinden. Also Gebäude haben wir. An dieser Stelle wird ersetzt durch den Umlaut. Aber hier kommt das A rein. Hier ist das Ü. Da setzen wir durch das Um, durch den Umlaut, dort kommt das U rein. So, gucken wir noch mal weiter rechts hier. Ja, ich finde keinen weiteren Umlaut. Abspeichern. Im Browser anzeigen lassen. Aktualisieren. So, also man kann sehen, die Umlaute sind tatsächlich ersetzt worden. Zum Beispiel haben wir hier das Ü. Das funktioniert also. Hier Gebäude wird auch korrekt dargestellt. Der Zeilenumbruch wird auch eingefügt. Probleme hat der Browser allerdings noch mit dem SZ, das heißt, wir schauen da einfach nochmal nach. Bei Self-HTML, also SZ, wird folgendermaßen umschrieben: kaufmännisches und SZLIG, Semikolon. Ich kopiere das einfach mal raus, macht mir die Sache ein bisschen einfacher und füge das an den Stellen, wo das SZ auftaucht, einfach ein. So, eins fehlt mir noch. Da oben. Ersetzen. Abspeichern. Aktualisieren. Und fertig. Damit möchte ich den ersten Teil dieses Tutorials beenden. Wenn du Lust hast, kannst du ja gleich mit dem zweiten Teil weitermachen.